Ja, hi, servus. Ja, ja. Hallo, hallo. Alles gut. Hier ist richtig viel. Die haben die gespachtelt. Steht auf Sommerreifen, oder? Hinten Windreifen, vorne Sommerreifen. Oh. Ja. Mischbereifen, gell. So, Zallo hat irgendwelche Probleme. Ach du Kacke. Bremsfahrstabilität. Da brauchst alles. Du keinen Christbaum mehr daheim, Alter. Hier ist alles am Leuchten. Bist du irre oder was? Das gehört verboten, Alter. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich melde mich heute mit einem ganz besonderen Video, denn wir haben mal wieder einen absoluten Special Guest da. Und ja, für ihn ist es heute auch ein ganz besonderer Tag. Wir holen nämlich in der Nähe von Passau sein Traumauto ab, okay? Er hat lange danach gesucht, er hat es endlich gefunden. Ich bin richtig, richtig aufgeregt, vielleicht sogar aufgeregt als er, weil es irgendwo insgeheim ganz tief in meinem inneren Herzen auch irgendwo mein Traumauto ist. Also seid auf jeden Fall gespannt, wird richtig cool. Wir haben jetzt etwa 2,5 Stunden Fahrt vor uns mit dem lieben Turbo-Zallo. Ja, ihr kennt ihn. Seid gegrüßt. Und werden hoffentlich jede Menge Spaß haben. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber zumindest pisst es gerade nicht. Genau, es regnet nicht. Es schneit nicht, aber leider auch keine Sonne, kein Blauhimmel. Aber scheißegal, denn wir freuen uns aufs Auto und werden auch, kann man glaube ich so anteasern, wir wollen mit versteckter Kamera filmen, ne? Genau. Das wird spannend, Leute. Mit versteckter Kamera, das ist nämlich von Privat, wollen wir diesen Kauf filmen, weil der Zallo ist ja ein kleiner alter Profi beim Thema Automobil. Und da gucken wir, ob wir irgendwelche versteckten Mängel feststellen können. Ja. Und ja, seid gespannt. Geiles Auto. Geile Zeit jetzt mit dem lieben Zallo. Und let's go. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, beim lieben Turbo-Zallo. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung.
Schaut auf jeden Fall mal auf leasingmarkt.de vorbei, beziehungsweise auf deren Instagram-Profil. Natürlich ist der Link wie immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nämlich jeden Tag hinter einem dieser Adventskalender-Türchen was gewinnen. Und zwar richtig coole Geschichten. Also einfach mal abchecken und ja, mit ein bisschen Glück könnt ihr richtig coole Sachen gewinnen. So Leute, die obligatorische Pinkelpause natürlich. Der Zalo ist, glaube ich, echt schlimmer als ein Mädchen. Der ist jetzt in der letzten halben Stunde schon zweimal schiffen gewesen. Für mich immer ein schlechter. Aber wir sind bald da. Ich glaube noch 150, 140 Kilometer sowas. Und echt wirklich, ich bin aufgeregt wie Sau, obwohl es nicht mein Auto ist. Aber ich fühle mich da irgendwie so voll into it. Einfach dabei, so von Herzen. Und ich freue mich richtig. Wird fett, wird einfach nur fett, Leute. Seid gespannt. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Und ja, jetzt düsen wir gleich weiter. Ich könnte schon wieder pissen, ne? Echt jetzt? Ja, ich bin schon nochmal. Das ist echt nicht normal. Mama Zahl, du kennst eigentlich schon die neue Abgasanlage von mir? Nee, habe ich live noch nicht gehört. Noch nicht so richtig, oder? Nee. Jetzt mal kurz einen Soundcheck. Ja, komm, mach hier mal. Sag mir ehrliche Meinung, ja? Ja. Ballert schon noch ein bisschen mehr, ne? Ja, ist auch sehr unangenehm gerade. Ich glaube, die LKW-Fahrer hassen die schlafen alle gerade. Grüße an Aulitzki Exhaust. Okay, bis gleich. Ciao. Warte mal, verstehe ich das richtig? Die schicken uns zu einer Adresse, ja. Wo hier einfach nichts ist. Ja. Jetzt sind die nicht mal da und brauchen noch wie lange, bis sie da sind? Ich bin zu aufgeregt, ich bin down. Und das Auto steht aber auch woanders, sagst du? Ja, also wir sind jetzt hier an der Adresse. Wo die nicht mal wohnen? Und wo das Auto nicht steht. Wo das Auto nicht steht. Oh Gott. Also wenn irgendwas passieren sollte, ich nehme, ich werde die Speicherkarte nehmen. Ja. Falls sie abgezogen werden. Ja, und werde sie einfach irgendwo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben hier nicht mal Netz. Wir könnten nicht mal Hilfe rufen. Ja, wir haben gar nichts. Was meint ihr? Sollen wir fahren? wieder nach Hause fahren. 750 Kilometer, Videos, Storys, alles für Nüsse. Scheiße. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das hier überleben werde. Halbe Stunde brauchen die noch? 10 Minuten. 10 Minuten? Ja. Boah, ich bin echt gespannt. Vor allem hier, wenn die uns hinten hier zupacken, wir kommen ja auch nicht mehr raus. Wir könnten nicht einfach hier... Digga, ich mache hier mit sowas von Burnout. Ich schub sich vom Fahrer weg. Mit dem Burnout klatsche ich hier alles weg, Alter. Scheiße, Mann. Ist mir scheißegal. Also wir sind gerade ernsthaft wirklich ein bisschen aufgeregt, weil es echt... ein bisschen verrückt ist, oder? Das ist auch nicht alle Tage, ne? Ein bisschen intransparent. Naja. Gucken wir mal. Muss man auf das Gute in der Welt hoffen. Mhm. Ja. Ja. Der reicht nicht vom Auto? Nein, nein. Es ist schon da. Was hast du? Hallo erstmal. Wolltest du reinfahren? So. Ah, jetzt musst du schon wieder rein. Jetzt habe ich zum 8. Mal zugemacht. Weißt du, dass die ganzen Sachen da drin sind? Springt der an? Ja. Batterie noch okay? Wie mache ich das denn? Nehme ich die ganzen normal Sachen mit. Vor. Normal, ja? Komm, ich nehme einfach die ganze Tasche mit. Hi, okay. Servus. Ja, hi, servus. Ja. Hallo, hallo. Alles gut. Wollen wir weit von hier? Ja, schon genug, aber. Ja. Ist auch viel. Ja. Ich auch. Oh shit. Da ist das Ding. Und hier hast du Pappe schon runter, weil der verliert. Mhm. Er verliert, also ist doch Kühlflüssigkeit runter. Ich kann dir auch zeigen von wo. Ich habe dann auch schon auch Ersatzstoff dabei. Also ich weiß nicht, was da los ist. Aber du musst von oben gucken, weil das siehst du genau, von wo er kommt. Ja, hier sieht man halt, wie viel, ne? Ja. Also letztes Mal war einer da, der hat sich angeschaut, als er warm war, hat es auch gehalten. Also wir sind dann noch länger stehen. Ich habe eher Angst andersrum, weißt du, weil normalerweise, wenn der warm wird, dann kommt der Druck auf den Kühlkreislauf, ne? Hat mich gewundert, dass er das ist so war. Ja. Leider nie so richtig ausprobiert. Okay. Ihr seid denn gar nicht gefahren, nicht angemeldet, ne? Nicht angemeldet und nur hierher gefahren mit dem. Und ich wollte ihn halt fertig bringen. Aber ja, das ist anders, was es geschehen ist. Okay.
aber leider nie so richtig mal. Okay. Mal richtig mal geben, was er kann. Mhm. Wie lange stand er jetzt hier? Er stand, wir haben ihn vor 2 Jahren gekauft. Okay. Ja, er wurde zwischenzeitlich schon mal bewegt, weil hier mal eine Werkstatt und da mal irgendwas gemacht. Aber nicht viel. Und ich sag auch keine, sagen wir so maximal, was ich mal am Tag gebracht habe, das war 100 Kilometer vielleicht. Okay. Und das, da waren 5 Tageskennzeichen und das waren für die 5 Tageskennzeichen. Okay. Das ist ja kein Auto, was man alle Tage kauft, ne? Das ist das, ja. Und das ist ein Auto, was du nicht eigentlich alle Tage fahren kannst. Ja, ja, das stimmt. Der Verbrauch und die Verschleißteile, was bei ihm anfallen, das sind nicht so, wie bei, wenn du ihn über 50 Euro Bremsen kaufst oder so, dann bist du bei 600 gut dabei. Ja. Beläge sind gut, aber Scheiben? Boah, Scheiben sind... Durch, oder was? Wir sind bald dran, ja. Also wir haben schon einen guten Grad. Warte mal, was war da? Das ist kaputt. Achso, wie das war. Sind die Pleulagerschalen schon gemacht? Ja. Rechnung habt ihr keine mehr, ne? Also eigentlich war bei uns drin, aber ich weiß nicht, meine Frau hat es nicht gefunden. Ja. Aber die waren bei 109 und irgendwas, sowas, bei 110.000. Okay. 109, 600. Okay. 84, 83. Also Bahnhofs haben wir, wo wir bei BMW waren, haben wir anschauen lassen. Ja, weil ich mir auch gleich Sorgen gemacht habe wegen Bahnhofs. Ja, hier hört man so ein bisschen, ne? Der ist ein bisschen lauter als diese Seite. Also viele Leute, die angeschaut haben, gesagt, diese Seite ist lauter. Ach du Kacke. Bremsfahrstabilität. Da brauchst du kein Christbaum mehr daheim, Alter. Hier ist alles am Leuchten. Das habe ich jetzt deine Meinung gesagt. Hier reinbekommen. 800. Hier ist richtig viel. Die haben die gespachtelt. Jetzt ist nicht da Softklaus und Lenkradheizung. Ja. Habt ihr das Carbon hier machen lassen? Nein, das war der Vorbesitzer noch. Der hat das nicht poliert, er hat das so eingekauft. Okay. Aha. Aber wirkt uns gut. Bloß bei Mittelkonsole ist ein bisschen jetzt dicker geworden. Deshalb musst du ein bisschen stärker drauf gucken. Sagst du Probefahrt? Würde ich mal vorschlagen, ne? Ich muss mal gucken, wie er sich so fährt. Weiß ich ja nicht mal was. Aber sag. Bitte? Wer ist Leihung gibt, stand schon sag. Ja, ja, klar, natürlich. Ich bin kein. Vor allem, wenn du das noch holen willst, also würde ich nicht machen. Wenn du sagst, du kaufst es von mir aus, gibst du alles. Ja, und der Vorkunde, der das angeschaut hat, hat gemeint, ihnen ist die SMG-Getriebe zu langsam ausgeschaltet. Okay. Da kann ich ihnen leider nicht helfen, das ist so. Die ist jetzt, glaube ich, auf langsamste Stufe eingestellt, oder? Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht auf der schnellsten, ja. Nein. Mittet, glaube ich. Ja. Steht auf Sommerreifen, oder? Hinten Windreifen, vorne Sommerreifen. Oh. Ja. Mischbereifen, gell. Blitze bezahlt ihr? Ja. Aber es ist eigentlich hier nicht gut. Hinten stehen sie meistens. Ja, ich will nur einmal gucken, ob der Schalter. Mach, was du willst. Funktioniert auf jeden Fall. Hier rechts? Ja, hier rechts, genau. Da vorne.
Und wenn du runter an der Kreuzung bist, dann kannst du so halt wenden. Okay. Geht ja gut quer, ja? Wie gesagt, ich habe nicht probiert. Okay. Ich glaube nicht, dass sie. Ich kann mir gut vorstellen, aber ich mache das nicht, weil. Das war auch nur eine Fangfrage. Hier soll ich wenden? Test. Oder? Kannst du hier wenden, ja, wenn es geht. Drosselklappensteller schon gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich Motorlage? Sagen. Weiß auch nicht. Drossel? Ja. Wow. Nee, das ist so knapp. Aber ich wirklich also, nicht. Also Drosselklappen hieß auch, dass die in Ordnung waren. Okay. Aber das, also ob die gemacht wurden, das weiß ich nicht. Das also kann ich nicht sagen. Nicht, weil sie in Ordnung waren. Okay. Ölpumpe schon mal getauscht? Auch keine Information. Es ist viele Interessenten, aber ich sag dir mal so, die haben das Auto nicht einmal gesehen und wollen schon 16, 17. Oh, okay. Und dann schreibst du, nein, okay. Was soll ich damit? Jeden Tag anrufen und Mails. Meine Frau wird jeden Tag dazu besiegen. Hab mich gewundert, dass eine Frau dran ging. Ja, das wundert jeden. Weil ich hätte das Auto nicht verkauft. Also Sound V10. Da muss eine andere Abgasanlage drunter. Eisenmann Race. Aber ich bin so der Fan vom Originalsound. Also. Ja? Aber der hat eine andere Auspuffanlage drunter, ne? Also, ich weiß nicht, ob das Original ist, aber da ist so ein Stempel drauf. Genau, ich glaube nicht, dass das Original ist. Aber TÜV hat er geschafft, die letzte Mal, also sollte gehen. Komm, mir preise ich noch ein bisschen entgegen, dann nehme ich ihn mit. Kann ich leider nicht. Ich verlange keine Riesensprüche. Wie gesagt, ich habe für 500 Euro nicht hergegeben. Ich verlange keine Riesensprünge. Also jetzt bevor wir über Preise reden. Ja. Es gibt nämlich noch etwas, was du scheinbar nicht weißt. Okay, was denn? Wir sind bei versteckter Kamera. Ich sage das jetzt nicht wegen dem Preis, ich sage das, weil ich einfach ein gutes Gewissen haben will. Ja, erzähl. Es ist so. Wenn Leute mit schwangeren Frauen um Preise verhandeln, das ist nicht gut fürs Karma. Das wird doppelt gewertet. Deswegen rede ich mit ihm, weißt du? Ich gehe mit falschen Quoten, sorry. Es ist wirklich meine Grenze. Also 20 ist Schluss. Wirklich Schluss. Wir können was sorry, ich kann wirklich ein bisschen denken. Guten Ton macht, wir können vielleicht voll tanken, weil es ist auch 100 Euro. Und ja. Also, ich weiß nicht. Weil es war schon. Also wirklich, 20 ist schon fast geschenkt für das Auto. Guck mal, ich habe ja gesagt, ich verlange keine Riesensprünge. Okay. Ne? Nur du kannst mich auch nicht ohne Verhandlung gehen lassen. Du hast schon am Telefon mit dir verhandelt. Ja, aber guck mal, du hast schon 3000 ich bin hier vor Ort und ich bin ja kein Arschloch oder so. Ne? Mhm. Ich bin ja auch ein vernünftiger Typ und ich, wie gesagt, verlange jetzt wirklich keine Riesensprünge. Mhm. Machen wir 19,8, fertig, nehme ich ihn mit, Feierabend. Spritgeld. Ja, fertig, mehr nicht. Machen wir 19,85, ich muss auch verhandeln. Nee, guck mal, ich habe jetzt extra höher angesetzt. Ich bin nicht gekommen jetzt mit 19,5 oder so, wie andere das machen. 19,8 und dann bam, tüten wir das ein, fertig. Nehme ich hier mit, Feierabend. Habe ich ein bisschen Sprit und dann... Reifen muss er sich auch kümmern, Bremsen. Ach, ich ja, muss, ich muss so einiges, darum geht es nicht. Ich muss schon so einiges machen. Das habe ich ja... Das sind wieder 200 Euro, was ich verliere. Aber darüber... Nein. Darüber also, den 5000 Euro, was ich investiert habe. Also ich finde, das ist für 19,8 okay ist, weil... es ist auch gut, wenn das Auto in Hände kommt, wo es halt auch besser aufgehoben ist. Wo es auch geilen Content gibt für Videos. Ne? Also, ihr könnt euch ja dann die Videos Scheiße, da kann ich den Videos nicht mehr anschauen. Werde ich weinen. Diese Videos müssen wir echt Schmerzensgeld verlangen. Ja. Wirklich. Ja, ihr müsst sie ja nicht schauen. So. Aha, und was ist mit der guten Unterhaltung? Werden wir jetzt da beraubt? Welche gute Unterhaltung? Was du sagst doch immer Freunde der guten Unterhaltung. Ach so, ja. Ich mache ja noch andere Videos. 19,8 ist okay, aber... Okay. Wir fahren dann eine Runde mit dem M3. Ja, okay. Kein Thema. Eine Runde drehen. Also du bist am Stand. Eine gut. Runde mein Freund. Okay. Okay. Gut, hast 13 durch die Glück. Ja. Ich habe auch am 13. Geburtstag. 13. November. Muss so gut sein. So, dann darfst du unterschreiben noch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das sehen wir dann. Das ist halt das Schöne an dem Auto, das weißt du nie. Ja. Das siehst du dann halt erst, ne? Warte, ich mach noch ein Foto. Ja, mach mal. Von dem Kaufvertrag. Achso, du willst davon ein Foto machen. Klar. Leg ihn nochmal her. Ich hab's wirklich getan, ob's jetzt. Ja. Ich hab's wirklich getan, ob's jetzt gut oder schlecht war, ich weiß es nicht.
Ich tanke die Hütte jetzt erstmal voll. Ich kann gar nicht klar denken. Alter. Kannst du das nachvollziehen? Absolut, Mann. Kennst du das? Total, ja. Ich kann gar nicht klar denken. Null. Ich stehe völlig unter Strom. Das ist halt dieses Gefühl, du kaufst halt kein Nissan Micra, ne? Du kaufst halt was hier jeden Moment um die Ohren fliegen kann. Das so eine kleine komplett, Überraschungstüte, ne? Ist komplett krankes Gefühl. Also ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll gerade. Es ist echt, ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal sammeln. Boah, ich bin so, mein Kopf ist total... Ja. Also ich muss sagen, jetzt fährst du ja endlich mal ein gescheites Auto, ne? Eine gescheite Marke. Wie macht er sich so von hinten? Schaut geil aus. Ja? Ja, richtig gut. Ist schon ein Tier, ne? Ja, richtig gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, Dankeschön. Geiles Teil. Dankeschön. Noch dazu, wie krank war das mit versteckter Kamera? Man muss aber dazu sagen, wir haben im Nachhinein, sonst hätten wir das Material gar nicht veröffentlicht. Haben wir gefragt, ob es okay ist, wenn wir dieses Material veröffentlichen. Also wir haben die Zustimmung. So, Zallo hat irgendwelche Probleme. Was ist denn los? Motorschaden oder was? Ach du Kacke. Bremsfahrstabilität. Da brauchst alles. Du kein Christbaum mehr daheim, Alter. Hier ist alles am Leuchten. Shit. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Zum Glück habe ich ja das Auslesegerät dabei. Ich habe gesagt... Oder du filmst auf dem Boden. Ich habe gesagt, lese aus, bevor wir losfahren, aber nein. Er ist auch auf der Fahrt angegangen. Der Scheiße, Alter. Na gut. Bist du irre oder was? Das gehört verboten, Alter.